ist los? Ich kenne nicht so viele. Jörg, Mensch. Mensch. Du hast unseren Preis gewonnen, gestiftet von Land Rover, mitsegeln, Hot Seat, gerade bei der Extreme Sailing Series. Wie war's? Auf welchem Boot warst du? Ich war heute Morgen schon einmal auf der Land Rover. Ja. Und eben hatte ich noch die zweite Möglichkeit, noch einmal bei der China One mitzusegeln. Okay. Und es war beides großartig. Ja. Und bist du zum Vorhin gekommen? Leider nicht. Nee. Bis kurz davor. Das war das Einzige, was ich vermisst habe. Ja. Aber war ja deutlich mehr Wind irgendwie nochmal als gestern? Oder bis Action war schon, ne? Weiß ich nicht. Ach so, okay. Gestern war ich nicht da, ja. Aber war immer kurz davor, dass er raus wollte, fing an zu singen, aber es war, hat immer nicht so geklappt. Hat so nicht geklappt. Und so Eindruck, ich meine, ein bisschen nass geworden? Oder? Bisschen, das war alles harmlos, weil es hier aus dem Revier das nicht hergibt. Ansonsten war es ein super Eindruck, sehr hektisch. Jetzt der letzte. Das letzte Dreieck, das war schon sehr schön. Ja. Wie seid ihr denn ausgekommen oder jetzt beim letzten Rennen? Oder war nicht so günstig, außer abgedehnt kurz vorm Ziel. Ah. Aber war trotzdem super interessant. Ja. Also enge Manöver und Hektik, das war schon super interessant. Auf dem Boot, oder? Ich meine, ist mächtig laut. Wie ist es bei, ist ja okay, China, aber sind ja nun keine Chinesen, das ist der Matchless-Weltmeister. Genau. Und hier von den Virgin Islands ist er und dann hat er noch ein paar Neuseeländer dabei. Ja, wie läuft es bei denen auf dem Boot ab? Auch laut, klar. Ja? Also klare, deutliche Befehlssprache. Ja. Passieren auch mal Gauss, da war auch mal ein Überlauf auf der Winch. Klar, dann wird es natürlich erst recht laut. Wie im richtigen Leben, oder? Ja, wie im richtigen Leben, genau. Was segelst du sonst? Normalerweise segel ich eine Dias auf der Alster. Okay, aber du kommst nicht aus Hamburg, oder? Seit 30 Jahren in Hamburg leben. Okay, sag ich mal. Okay. Ja. Aber und fährst du auch größere Boote? Oder was? Habe ich auch schon gemacht, auf die Tourensegeln. Ganz auch schon Finn gesehen, also Bejollen auch schon alles durch. Ja. Und das ist jetzt schon eine andere Klasse. Ne? Also so ein richtiger Segelbegeisterter. Ja. Ja. Okay, und ist das für dich dann jetzt, ist das ganz weit weg vom Segeln, was die Jungs hier machen? Oder ist das schon sehr spannend? Es ist schon sehr entfernt ne, vom normalen Alltagssegeln, klar. Aber es ist super interessant. Ne? Das ist wie Formel 1 beim Autofahren auch. Ne? Ja. Damit wenig zu tun eigentlich, aber trotzdem interessant. Kontrastprogramm war ja dann bei den Land Rover Jungs. Ich meine, die Jungs sind ja wirklich, mein Gott, 20, 19, 22, ne? Absolut jung, ja. Wie kam das bei dir rüber? Wie arbeiten sie die zusammen? Ich fand sehr, sehr professionell. Ja. Ja, trotz des geringen Alters. Sehr gut, fand ich. Ja. Die sind ja auch, haben wir schon ordentlich Bums auch, ne? Ganz schön kräftig, ne? Dabei. Ja, auch gut Umgang miteinander. Das klappt eigentlich sehr gut, fand ich. Ja. Und als nächstes Programm, kaufst du auch so ein Ding? Ja, ich glaube nicht. Noch nicht? Das ist auch nicht ganz meine Preisklasse. Aber Dias, dann Mittwochsregatta und solche Geschichten? Bisher nicht, aber dann brauche ich ihn weiter trainiert. Klasse. Du hast jetzt was gelernt für deinen weiteren Segelverlauf? Ich glaube nicht, dass man das weiter verwerten kann. Es ist einfach ein super interessanter Eindruck. Nicht so, dass man das irgendwie, dass es einen Einfluss hat auf den segelischen Verlauf. Ja. Super, dann viel Spaß weiterhin. Du hast noch ein bisschen hier auf dem Land Rover Gelände, kann man noch ein bisschen was machen. Du hast deine Frau noch mit dabei, ne? Und kann man, glaube ich, ganz gut hier auch Zeit verbringen, oder? Ja, absolut. Ja. Eine Menge zu gucken hier, also auch auf dem anderen Bereich, Autos. Genau. Okay. Ja. Besten Dank. Danke.